Und damit hallo und herzlich willkommen zur 12. Aufnahme des Evoland Let's Plays. Wenn ihr das Ganze am Stück guckt, dann habe ich gerade mir was zu trinken geholt und mich darum gekümmert, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit so ins Mikrofon gehe. So, hier, ich hoffe, es funktioniert. Ich trinke noch einen Schluck. Und falls ihr das Ganze nicht am Stück guckt, sondern weil es ja so langsam rauskommt, gestern geguckt habt, dann habe ich mir trotzdem was selber gemacht. Aber für euch ist es jetzt ein Tag später. Hä? Das war total sinnlos. So, wir waren auf der Suche, dass wir alle Leute hier anquatschen wollten, um den Schlüssel zu finden. Ich habe noch keine Ahnung, wo es den Schlüssel gibt. Ich weiß nur, ich werde gleich nochmal zur Bibliothek gehen und gucken, ob es dort einen Schlüssel gibt. Nein, nicht nehmen. In der Kommode. Ja. 50 Gold. Oh. Ja. Warum? Ich hätte... Ich sag nichts. Ich wollte ihn nicht 50 Gold klauen. Ich wollte nur den Schlüssel haben. Nach einem langen, schweren Tag ruhen sich die Mitglieder der Miliz hier in der alten Kaiserstadt, kaiserlichen Wachstube aus. Schon komisch, wenn man bedenkt, dass während des Krieges vor 100 Jahren Soldaten hier lebten. Um den Krieg zu gewinnen, hatten sie bestimmt sehr fähige Leutnants. Naja, hatten sie eigentlich nicht. Oh, es rülpst sich auch noch ins Mikrofon. Also mein Benehmen ist echt unter aller Sau, ich sag's euch. Sowohl der Prophet als auch die Miliz haben ihre Regeln. Erste Regel der Miliz überhaupt, die Miliz... Über die Miliz wird nicht gesprochen. Zweite Regel der Miliz. Über die Miliz wird nicht gesprochen. Und fragt mich bloß nicht nach der Regel 3, 4... Ja. So. Und den hier noch. Ich würde lieber hier als in der Taverne essen. Ich würde lieber so. Dann könnte ich Geld sparen und mir ab und zu eine Mahlzeit bei McDonald's leisten. Allein beim Gedanken läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Dass die alle McDonalds zu lieben. Jetzt haben wir hier noch links das eine Gebäude und dann haben wir alle erforscht. Wo wir hier erstmal noch die Mädels hier haben. Die. Saku, überprüfen wir zuerst alles noch einmal. Mimi, hast du den Schlüssel? Ja, Saku. Ich habe ihn. Toll. Wie sieht's mit dir aus, Ribbon? Hast du die Karte? Ja, Boss. Ich habe die Karte. Hammermäßig! Hiermit erkläre ich Operation kein Spielzeug, aber viele Bücher für eröffnet. Okay, die bringe ich in die Bibliothek. Oh Mann. Saku, ich glaube, wir sollten uns einen besseren Namen für unsere Operation ausdenken. Ich auch. Wie wäre es mit Operation Super Mimi? Ach, nein. Mimi, es ist nicht nur deine Operation, sondern die von uns allen. Deshalb schlage ich vor Operation Sakura und ihre Freunde. Auf gar keinen Fall. Warum sollte unsere Operation nur deinen Namen tragen? Wie wäre es mit, weil es meine Idee war? Und ich habe den Schlüssel vom Vater gestohlen. Wenn er das herausfindet, kriege ich mindestens 3 Tage lang keinen Nachtisch. Das heißt, ich bin diejenige, die hier das größte Risiko eingeht. Hört auf mit dem Streiten, ihr zwei. Ich will einfach nur die Bücher lesen, die in der Bibliothek versteckt sind. Ohne Spielsachen ist es so langweilig. Also warum nennen wir unsere Operation nicht Operation Bücher für Ribbon? Nein. Puhuhu. Ihr seid so gemein zu mir. Gleich fange ich an zu weinen. Ribbon? Also, jetzt echt. Macht bloß kein Theater. Hä, wieso gehen wir nicht in unser Hauptquartier zurück, um den Namen zu wählen? Gute Idee, Mimi. Los, alle zusammen zurück ins Hauptquartier. Ich glaube, da muss ich hinterher. Hey, wartet auf mich. Okay, ich komme nicht rechtzeitig hin. Das heißt, ich werde jetzt den Hauptquartier suchen müssen. Gucken wir nochmal in das Haus rein. Vielleicht sagt er uns, wo das Hauptquartier ist. Das wäre jetzt so die logischste Schlussfolgerung.
Ihr seht nicht aus, als wärt ihr hier aus der Gegend. Wenn ich euch Rat geben darf, versucht in der Nähe von Anhängern oder bestimmten Mitgliedern der Milizen nicht zu freveln. Mir persönlich macht es ja nichts aus, manchen von ihnen aber ein bisschen übereifrig. Was man unter Freveln versteht? Ach, da gibt es jede Menge und sie scheinen täglich noch kompromissloser zu werden. Wisst ihr was? Sagt am besten einfach gar nichts. Ihr seht sowieso nichts besonders redselig aus. Ja, genau. Ich rede eh nicht. Ich lese die ganze Zeit nur vor. Das alte kaiserliche Gefängnis wurde aufgegeben, weil es nicht mehr gebraucht wurde. Ach, Kriminelle gibt es nach wie vor. Jede Menge. Vor allem Frevler. Aber sie unternehmen, unterzubringen und zu versorgen, wäre zu teuer. Versteht mich nicht falsch. Wir sind keine Barbaren. Wir richten sie nicht hin oder so etwas. Das wäre sowieso viel zu teuer. Nein, stattdessen schicken wir sie in den Schmuck. Bisher ist noch keiner jemals zurückgekommen. Aber immerhin geben wir ihnen eine Chance. Oh Mann. So, jetzt müssen wir also von den Mädchen das Versteck finden, vermute ich. Wenn wir das gefunden haben, dann kriegen wir auch irgendwie den Schlüssel. Aber wir können erstmal, bevor wir das Versteck suchen, direkt zur Bibliothek latschen. Und gucken, ob wir dort so reinkommen. Oder ob da irgendwie eine andere Sache vorgeschlagen wird. Diese Tür ist verschlossen. Ja, da wird nichts vorgeschlagen. Okay. Also jetzt ist das Ziel, das Versteck der Mädels zu finden. Und der Hoffnung, dass sie uns verraten, wo der Schlüssel ist. Und ich muss halt sagen, bei dem, was hier alles an Mobs, an Häusern ist, könnte es interessant werden. Doch, ich habe eine Idee. Mal gucken, ob die Idee direkt Blüten trägt oder ob das nur so eine dumme Idee war. Und zwar hier rein. Genau, ich habe sie schon stehen sehen. Weil dieser Typ hier unten hat er sich beschwert, der hier, dass die immer auf dem Innenhof sind. Und jetzt... Tada! Ich bin richtig. Achtung, Mädels. Wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Hauptquartier? Ich bin auf der Suche. Ich suche nach dem Schlüssel. Ich will euch helfen. Operation Super Mario? Operation Super Mario! Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass uns etwas Besseres einfällt. Operation Super Mario. Nichts ist leer. Okay. Dann nochmal die. Operation Super Mario. Ich bin auf der Durchreise. Oh, okay. Dann geht nur weiter. Ja. Ich will euch helfen. Genau. Echt? Habt ihr das gehört, Mimi? Er will uns helfen. Aber wobei genau helfen? Gute Frage. Bei was helfen? Das wollte ich gerade fragen. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Bücher stehlen, Spielzeug besorgen. Ich brauche den Schlüssel. Bücher stehlen. Bücher stehlen? Echt? Seid ihr irre? Arbeitet ihr für den Geheimdienst des Propheten oder sowas? Glaubt ihr wirklich, wir würden so etwas zugeben? Vergesst es, ihr seid zu grün hinter den Ohren, um uns zu schnappen. So, jetzt probieren wir nochmal, ich suche nach dem Schlüssel. Dem Schlüssel? Welchem Schlüssel? Haltet ihr mich für einen Idioten oder sowas in der Art? Okay. Also, ich muss ihnen helfen. Ah, nicht Bücher stehlen. Sondern wir mal gucken mal... Das war jetzt wieder, ich drücke zu oft die Taste, dann kann deswegen nicht lesen, was ich auswähle. Also ich will ihnen helfen, was ein Spielzeug besorgen. Spielzeug? Spielzeug? Wofür? Wir brauchen kein stinkendes Spielzeug. Wir sind doch keine kleinen Mädchen, die mit Puppen spielen. Wir machen viel spannendere Dinge als das. Stimmt's, Mädels? Oh ja, Saku. Aber sicher. Na also, seht ihr? Behaltet euer Spielzeug. Davon abgesehen ist das hier illegal. Mann. Okay, dann probieren wir jetzt den letzten Punkt noch aus. Ich will ihnen helfen und dann sage ich, ich brauche den Schlüssel. Sag mal, wisst ihr was?
Ich mag Leute, die direkt sind und wissen, was sie wollen. Also, mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel. Zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Und dann benutzt ihr ihn vielleicht, um in die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr, ach was weiß ich, sagen wir mal, ein Buch. Ihr es in diesem reinen hypothetischen Fall zu uns bringen. Ja. Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Also würde ich... Leben schön? Ja. Also ich glaube, wir werden uns großartig verstehen. Haltet euer Versprechen und ihr müsst euch um nichts Sorgen machen. Ah. Der gefundene Schlüssel zur Bibliothek eröffnet das Tor zum Wissen. Womöglich so zu so manchen... Konnte ich nicht zu Ende lesen. Oh, ich weiß, wie ich es lesen kann. Und zwar hier das Menü aufmachen, da. Schlüssel zur Bibliothek, da. Vermutlich zu so manchen neuen Problemen. Ja, toll. War ja klar. So, auf geht's zur Bibliothek. Boah, dass wir so straight wie möglich der Storyline folgen? Naja, ich weiß nicht. So, den Schlüssel benutzen. Da. Okay, was soll man das hier ist? Ich quatsch mal wieder mit allen Leuten. Achso, der läuft erstmal selbstständig wohin? Willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten? Ja. Ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. Wir Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum es juckt, wenn man von einer Mücke gestochen wird zum Beispiel. Ach, wir beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder allem ähnlichen Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Übrigens spreche ich auch über meine eigenen Forschungen. Wenn die Zeit es zulässt. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisation der Magi. Vor allem der Legenden der späteren Antike, die sich mit ihren merkwürdigen Kräften befassen. Doch bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Es ist nur so, dass, also Professor, wir müssen es ziemlich eilig und... Ruhe! Ihr seid also Studenten und ich und in der Bibliothek. Werdet ihr euch der Autorität eures Professors unterwerfen? Es sei denn, ihr wollt nichts lernen. In diesem Fall verschwindet. Natürlich wollen wir was lernen. Bitte vergebt Student Minus, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, euren Unterricht beizuwohnen. Vor allem den Lektionen über den Magnetiten. Stimmt's, Minus? Ja. Nun ja, da ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Ihr braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer. Für 6 Kernfächer. Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forscherkollegen. Jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die euch Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euch euer eigenen Lehrplan wählen. Ihr seid nicht verpflichtet, alle zu erledigen, aber vielleicht habt ihr eine kleine Belohnung. Habe ich eine kleine Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Habt ihr alles verstanden? Ja. Hervorragend. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher. Ich hasse Unterbrechungen. Hehehe. Er erinnert mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt. Es macht Spaß. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicher viel über den Magnetiten erzählen. Okay. So, wir haben hier also ein NPC. 2, 3. 4. 5. So, hier sind 5 NPCs.
Und hier haben wir 6. 7. Und die Nummer 8. Okay, dann fangen wir an mit den hier oben. Ich werde alle 8 Aufgaben machen. Und ja, mal schauen. Seid ihr der neue Student? Ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Mechanismus ausgebuddelt, mit dem ich einfach nicht zurande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Ja, das ist nett von euch. Dieser merkwürdige Gegenstand wurde in antiken Hilurisch-Ruinen gefunden. Er hat kein Schloss, nur diese bizarre Tasten mit Symbolen. Ich würde mir einen großartigen Gefallen tun, wenn ihr das Ding öffnen könntet. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in die richtige Reihenfolge drückt. Der Goldknopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln? Tja, der Inhalt wird sich wohl... Müsste ich mir wohl ewig entziehen. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe auf die Reife gedrückt. Knopf muss als der Goldknopf muss als letztes gedrückt werden. Der Knopf muss... Also... Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich drücke den Knopf, muss immer eins weiterspringen. Muss ich das als erstes drücken. Das als vorletztes. Dann das... Dann das, dann das, dann das. Von da nach da. Da nach. Da. Nee, jetzt haut nicht hin. Also, mein Gedankengang ist, dass das immer die Sprünge sind, wie weit ich gehen muss. Und ich muss eigentlich nur den Anfang finden. So, wenn ich jetzt hier, das sind zwei nach oben, nicht hier. Das heißt, ich muss jetzt von da zurück. Dahin geht nicht, also geht's nur dahin. Von da kommen wir von nur von ganz oben mit 3 dahin. Von da kommen wir nur von da und nach dort kommen wir nur von da. So, nach da kommen wir nur von dort. Nach dort kommen wir nur von da und nach da kommen wir nur von dort. Dann so. 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 Das ist der erste. Ach, herzlichen Dank. War ja gar nicht so schwierig. Jetzt bekommt ihr eure Leistungspunkte in Archäologie. Oh, okay. Das war leichter als gedacht. Muss ich so sagen, wie es ist. So, nächstes reden wir mit ihr. Hallo, ich bin der neue Kryptograf für den Händlerrat. Sie haben mich mit der Entwicklung eines neuen Koordinationssystems zum Sichern von Handelsgeschäften beauftragt. Ich habe endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr es gern ausprobieren? Ja, sagenhaft. Wenn es euch gelingt, mein System zu umgehen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte für Kryptographie. Code. Welches der 4 Symbole vervollständigt die Serie unten? Also, es ist am Anfang... Ein Viereck, dann ein Punkt, dann fehlt oben rechts der Punkt. Dann irgendwas Komisches, dann fehlen beide Punkte. Ich würde sagen, entweder das oder das. Das. Nee, war falsch. Okay, probieren wir das andere aus, sind ja nur 4 Möglichkeiten. So, jetzt probieren wir das. Okay, ich habe das Rätsel nicht verstanden. Ich werde es auch nicht verstehen, aber es ist so... es sind so wenig Auswahlmöglichkeiten, die ich einfach alle 4 ausprobieren werde, fix. Dann das. Okay, es gibt nur noch eine Lösung jetzt. Und ihr merkt, dass ich es nicht verstanden habe. Es wird immer ein Punkt mehr.
Was? Ihr habt den Code geknackt? Jetzt muss ich wieder alles von vorne anfangen. Lasst mich in Ruhe. Oh, oh ja, ihr kriegt eure Leistungspunkte. So, 2 von 6. Wem geht's weiter? Die Bibliothek beherbergt so viele Bücher, die alle akribisch geordnet sein müssen. Ich bin für das Archiv verantwortlich. Doch da eine solche Sammlung einfach nicht perfekt geordnet sein kann, trage ich den Titel des Archivars. Ein kleiner Scherz, der sich auf das kaiserliche Zeitalter zurückführen lässt. Jedenfalls bin ich mit einer ordnungsbezogenen Problem konfrontiert, bei dem ich mir keinen Rat mehr weiß. Ich habe deswegen schon seit 3 Nächten nicht mehr geschlafen. Würdet ihr es gern ausprobieren? Ja. Also gut, packen wir es an. Die kryptografischen Besessenen. Eins der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Ernsthaft jedes Buch auswählen? Jedes? Nicht so rauskriegen, welches falsch ist? Einfach irgendeine Logik finden. Hier sind 4 Striche. 4 Striche, 4 Striche. Striche, 4 Striche, 4 Striche, 4 Striche, 4 Striche. So, alles klar. Jetzt hier sind 2 oben. 2 oben, 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 2 oben. Hier sind 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 oben. Hier sind 3 unten, 3 unten, 3 unten, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Das ist falsch. Ganz genau. Das Etikett auf diesem Buch hat 2 horizontale Streifen oben und unten. Es sollte auf dem 2. Regal stehen. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Danke für eure Hilfe. Ihr habt eure Leistungspunkte für Archivwesen verdient. Oh. Du liebes Bisschen, dieses Buch haben wir in dreifacher Ausführung. Hier nehmt es. Wir haben schon so nicht genug Platz. Ja, haben wir noch ein Buch für die Mädchen? 50 Trinkspiele, ein Buch, das nicht jeder lesen sollte. Das geht mir den Mädchen, das ist eine geile Idee. So, hier oben geht's weiter mit dem. Hallo. Hallo, meine Freunde. Es ist mir eine große Freude, euch klassische Müllerei zu erklären. Ihr möchtet lernen? Ja. Ich denke euch, meine Freunde. Klassische Malerei. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass keine zweimal in derselben Zeile sind. Keine zweimal in derselben Zeile oder Spalte erscheinen. Die mit einem Punkt markieren, die nicht verschoben werden können. Keine zwei Farben in derselben Zeile oder Spalte. So, blau muss auf jeden Fall so getrennt werden. Rot kann man so lassen. Grün müsste noch so. Gelb muss noch woanders hin. So. Und das so. Gelb ist nicht doppelt. Rot ist nirgends doppelt. Lila nicht. Blau nicht. Ja. Und ist richtig. Mit einem Punkt markierten Farben können ich auch derselben Reihe und ist da irgendwas noch doppelt? Nicht blöd, ist da richtig. Wollt ihr wirklich aufhören? Ja. Okay, es war falsch. So, ich muss nochmal durchlesen. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass keine zwei mehr in derselben Zeile oder Spalte erscheint. Die mit einem Punkt markierten Farben können nicht verschoben werden. Okay, nochmal. Blau geht einmal nach da und einmal nach da und einmal nach da. Blau ist doppelt. Blau muss so und so. Jetzt ist Blau einzeln. Das so, das dahin, dahin und das dahin und grün müsste noch getauscht werden.
Rot ist immer noch doppelt. Und dahin. Sehr rot, jetzt ist blau nicht mehr richtig. Das so tauschen und so. Grün ist doppelt. Grün ist doppelt. Rot ist einzeln. Blau ist einzeln. Grün ist doppelt. Grün könnte ich so nicht tauschen. So kann ich es tauschen. Blau ist einzeln. Es gibt Blau nicht auf dieser Ebene. Nein, 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 nein. So, so blau ist doppelt. So kann ich es auch nicht tauschen. Das hier unten ist auch doppelt. Es ist blau so doppelt. Kann ich mal blau mit dem da oben tauschen. Jetzt war's richtig. Bravissimo! Ihr verdient... verdient euch die Leistungspunkte für klassische Müllerei. Und weiter geht's. Ihr seid Student, ihr werdet schon sehen, Optik ist so simpel wie das ABC. Wenn es euch gelingt, eine ganz einfache Aufgabe zu lösen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte. Ein Dreijähriger würde das schaffen. Ja. Ihr werdet schon sehen, es ist furchtbar einfach. Die optische Optionen. Ein Strahl aus Quelle A muss in Hauptleitung B gelenkt werden. Bewegt das die Spiegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken, während alle 6 Kristalle aktiv sind. Während alle 6 Kristalle aktiv sind? Ah, alles klar. So, so. So, so. So, so, so. Nicht. So. Das funktioniert so nicht. Ja, fast, ne? Überleg. Wenn ich den Strahl hier nach unten schicke, dann nach da, habe ich nichts mehr über. Kreuzen kann er sich. Den Strahl hier nach unten, dann hier nach oben. In diese Ecke und dann kriegt's verkacken wir wieder dort. Okay, fangen wir an, das Rätsel von hinten aufzubauen. Der Strahl könnte von unten kommen. Wenn er von unten kommt. Der Strahl muss außenrum rumkommen. Wenn der von unten kommen muss, muss ich den. Also, der Strahl würde so verlaufen. Müsste ich den... Ja, wenn ich hier einen draufsetzen könnte, wäre es gelöst, das Rätsel. Kann ich aber nicht.
Ui, ein Rätsel, wo ich dran zu knabbern habe, obwohl es wahrscheinlich mir schon direkt vor den Augen liegt. Das macht keinen Sinn. Okay, wir wollen das Ganze anders auf. Mal angenommen, der Lichtstrahl würde von da kommen, würden ihn so schicken. Macht keinen Sinn, der kommt von da. Die halbe Stunde ist rum. Dann machen wir kurz eine Aufnahmepause. Ich werde in der nächsten Folge versuchen, das Rätsel zu lösen. Mal schauen, wie lange wir brauchen werden. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir Feedback da. Und ansonsten sage ich wie immer, tschüss mit Ö.